diesem Video. Unterwürfel ich mich jetzt. Oh mein Gott, er ist dead. Ey, das ist wirklich einfach richtiger Nervenkitzel. Ey, ich bin schon am Schwitzen, weil ich einfach mit diesem Turm mitfieber. Ich bin der Turm. Hallo, Leute, und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Ungeklickt. Und mit dabei ist heute der Schkischkü. Was geht? Ja, man nennt ihn auch den Schkischkü. Hi, ich hoffe, es geht euch gut, Leute. Ich sehe schon, Happy Birthday im Chat. Ja, mega. Also, hast du heute Geburtstag? Ich werde heute 48. Ach so. Ja. Ich habe heute nämlich Geburtstag. Falls, ja. Falls ihr mir gratulieren möchtet. Ich habe Geburtstag. Wann? Heute. Happy Birthday to you. Okay. Jetzt schauen wir mal bei Need to Know rein. Denn Need to Know hat letztens ein Video gemacht. Alter, ist Kevin wieder da? Warte mal kurz. Ach so, das ist Revi. Guck mal grad, hier, Bruder, wie viele Aufrufe das ja, gemacht hat. Ja, aber ich dachte gerade, du wärst in seinem Video. Aber, nee, das aber schön sein gewesen, Video Alter. Ist bei dir. Aber Mashallah, Bruder, Revi Game läuft. Fuck, jetzt kann ich da selber nicht mehr drauf reagieren. Egal, ich trinke einfach heute ganz Abend ganz viel. Ganz viel. Und dann vergesse ich das wieder. Also okay. Chat, ich habe das nie gesehen. Let's go. Stopp. Das erinnert mich zu sehr an Brotwurst. Das war Brotwurst. Das war sehr Brotwurst, ja. Ich finde, er hat seinen eigenen Stil. Ja, aber das war. Ja, bei Brotwurst, da darf man klauen, weil der ist geil. Okay. Let's go. Du am Googeln! Genau für diese Scheiße braucht man einen Lock. Falls ihr nicht wollt, dass die FBI kommt, nur weil eure Katze mal wieder ekelhafte Sachen gegoogelt hat, könnt ihr euch eure Daten klauen. Auch könnt ihr damit ganz gut Netflix verarschen, indem ihr einfach aus der Auswahl von 62 Ländern ein Land auswählt. Nehmen wir einfach mal Amerika. Und jetzt denkt Netflix, dass wir in Amerika sind, obwohl das gar nicht stimmt. Junge, bist du dumm. NordVPN wurde auch schon öftere Male zum besten VPN gewählt. Weißt du, auch eine NordVPN-Gewerbung gemacht hat? Der Haider. Echt, ja? Auch sehr gut gemacht. Auch, also ich finde die lustig gemacht und von Haider fand ich auch lustig gemacht. Schaut's gehen raus, gute Werbung. Gerne an. Ja. Ich würde auch gerne mit euch zusammenarbeiten. NordVPN, schenkt mir auch Geld, danke. Bitte, wir würden gerne beide. Also hittet uns, Leute, NordVPN, bitte, wir haben Bock auf Geld. So richtiger YouTuber-Strich. Gib mir auch. Gib, komm. Okay, let's go mit dem Video. Digga, krass, Alter. Ich hatte dich abonniert, wo du gerade mal ein paar hundert Abos hattest. Hieß Abi, oder Abi der King. Und hatte so Haare als Profilbild. Ach so, ja klar. Also, mein Lieber, erstens, denkst du wirklich, dass ich mich an dich erinnern kann, nur weil du gesagt hast, dass du Haare als Profilbild hattest? Und zweitens, wieso hattest du Haare als Profilbild? Warum schickt ihr mir Bilder von irgendeiner Kacke und schreibt da dann bei, ich bin Günther der Löffel oder Frunk, die war Herbert? Nur weil ich in meine Videos mit irgendwelchen Katzen, Mandarinen und Salamis Ja, Salami? Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Was geht ab? Der Junge ist komplett in seiner Drogenwelt gefangen. Alter, der ist wirklich, der ich habe mir ein Video auf seinem Zweitkanal angeguckt. Da hat er Mandarinen durch die Küche geworfen. Und hat gesagt, was ist mit euch Mandarinen? Kartoffelauflauf kommt zweimal das Wort Lauf vor. Also, Kartoffel, Lauf. Lauf. Hä, ich verstehe das gar nicht. Junge, das ist so geisteskrank, Alter. Lauf. Du weißt hoffentlich schon, dass man Kartoffellauf mit ein L schreibt. Also wäre Wieso es Kartoffel. Lauf und nicht Kartoffel. Lauf. Jetzt habe ich das gecheckt. Kartoffel auf. Lauf, oh mein Gott, Kartoffellauflauf. Oder Kartoffellauflauf. Ja, oh mein Gott, es ist wirklich so. Ich hab richtig Bock auf eine Kartoffel jetzt. Kartoffel. Es hieß ein Kartoffel, zwei Kartoffel. Und nicht Kartoffeln, sondern es hieß Kartoffel. Ich hätte Bock auf eine Kartoffel. Lecker Kartoffel. Oh mein Gott, ich hab erst nicht gecheckt, aber jetzt hab ich's gecheckt. Krass. Hä? Ich hab noch was fürs mein Leben gelernt. Digga, Kartoffel könnte so ein richtiges Schimpfwort sein. Du Kartoffel. Du kleine Kacke. Du hässliche Kartoffel. Du ruhig sein. Aber auf jeden Fall heißt das nicht, dass ihr mich... Nudellauflauf. Nudellauflauf. Vor 5 Monaten 1 von 5 Sterne. Personal war sehr freundlich. Essen war toll. Aber die Parkplätze waren etwas kleiner als der europäische Durchschnitt. Das hab ich geschrieben. Richtiger Alman-Modus. Das hab ich geschrieben. Personal war toll, Essen war toll, aber die Parkplätze waren zu klein. Ey Junge, sowas gibt's Dicker, wirklich. Alter. Und dann noch ein Stern dafür, weil die Parkplätze so klein waren. Die Parkplätze waren etwas kleiner als der europäische Durchschnitt. EU-Norm gibt bei Parkplätzen 2,75 Meter an. In dem Parkhaus, wo ich lange gelebt habe, das Parkhaus unter meinem Haus, da waren so kleine Parkplätze, jeder hat sich aufgeregt, aber trotzdem 5 Sterne. Aber Digga, die EU-Norm.
Geiler Content, PS, Pedo Olli hat immer noch da darf ich das zu sagen. Und zwar habe ich jetzt heute auch in meinem Livestream gesagt, yo, Ollis Kanal ist weggesperrt. Mhm. Alle Sachen, die er hochlädt, werden auch weggesperrt. Und es wird auch schwierig, man darf auch nicht auf yo, Ollis Content reagieren, weil die Videos wahrscheinlich auch gestrikt. Auf die alten Sachen ist noch okay, aber auf die neuen Sachen, seit der gesperrt wurde, darf man nicht mehr reagieren. Weil man darf laut der YouTube-AGB yo, Olli gar keine Plattform mehr bieten. Und alle Leute, die diesen yo, Olli Musikvideo reagiert haben und hochgeladen haben, warnt die, weil das könnte sein, dass sie einen Strike dafür bekommen. Ja, also das yo, Olli Musikvideo-Reaktion. Ich finde das so nice, dass YouTube einfach sagt, wir löschen yo, Olli komplett also yo, Olli, aus dem Internet. Yo, Olli wird komplett auf YouTube verbannt, auf ewig. Die wollen auch, wenn man bei Google jetzt yo, Olli eingibt, kommt direkt die Polizei nach Hause und schießt in den Kopf. Also mach das nicht. Bro, es gibt eine Ohren-Augen-Katze-App. Warte, was hast du gesagt? Eine Ohren-Augen-Katze-App? Von dieser Kacke? Es ist kein Scherz. Es gibt wirklich eine 5000 Downloads, Digga. Über 5000 Downloads. Tausendmal runter. Und es hat 4,8 Sterne. Das ist ja echt gar nicht mal so schlecht. Also, Press, ich soll auf die Katze drücken? Darf Kevin bei mir spielen kommen? Darf der Kevin spielen kommen? Jetzt gleich gibst du so Kontodaten an. Nein? Nein! Sie haben gewonnen. Euer Ernst? Das ist alles? Wollt ihr mich eigentlich... Okay, was passiert denn, wenn man auf Ja klickt? Mann, ist das dumm, Alter. Ja, du hast richtig gehört. Kevin darf spielen kommen. Game over. Verdammte Scheiße! Schreib mir meinen Lehrer an. Alter. 0157... Oh mein Gott, das ist eine E-Plus-Nummer. Oder? Ja, kann sein. Lehrer? Wieso sollte ich deinen Lehrer anschreiben? Lol, vom Aussehen her kann es ja wirklich hinkommen, dass das... Junge, er hat ihn einfach... Das ist locker ein Fake-Profil. Ja, das sieht aus wie so ein Google... das sieht aus wie so ein Google-Bilder-Lehrer. Lehrer ist. Bestimmt irgendwie Deutsch oder so. Sein Status ist einfach mal in der Schule. Seit 2015. Okay, komm mal da raus! Schreib mir in der Schule, seit 2015. Hi. Scheiße, er ist online! Er ist am Schreiben! Oh Mann, jetzt habe ich Angst. Hallo? 2000 Jahre. Junge, wie lange willst du noch schreiben? Er ist fertig! Na, hierfür habe ich eine Stunde gewartet für ein Hallo. Kann mir jemand bitte mal erzählen, warum alle Leute, die älter als 50 sind, so schreiben? Wer sind Sie? Ich bin Elias. Okay. Okay? Okay? Hallo? Hä? Okay? Hallo? Hier verkauft jemand Kartoffelknödel. Ich habe dreimal Kartoffelknödel, aber ich brauche das nicht. Wieso holst du dir drei Kartoffelknödel, wenn du das nicht brauchst? Wusstest du, dass in Kartoffelknödelauflauf zweimal das... Aber ich brauche das nicht, Alter. Wo hat er sie her? Ich verkaufe drei Kartoffelknödel, aber ich brauche das nicht. Das ist einfach so typisch eBay-Kleinanzeigen. Das ist immer so. Und dann kommt irgendjemand und schreibt, mach bessere Preise. Ja, bitte mach Hälfte. Mach günstig. Du zahlst Porto. Nein, 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 nicht schon wieder. Kartoffelknödel. Lauf. Zum letzten Mal, genauso wie Kartoffelauflauf, schreibt man Kartoffelknödelauflauf mit ein L. So also wäre es Kartoffelknödel. Könnt ihr ruhig sein? Moin, suche die devote Frau für Beziehung. Oha, weißt du, was devot heißt? Ja, unterwürfig, ne? Sowas wie du. Unterwürfig? Küss mich jetzt. Ah, nein, ist Schluss. Frau für... Bin männlich 57, melde dich einfach auf WhatsApp unter dieser Nummer. Liebe Grüße, Willi. Aber wo hat er es? Wo gibt's diese Anzeige? Gratis. Free New. Gratis. Warte, was? Willi? Der Typ vom Parkplatz? Das ist einfach der Typ von Breaking Bad. Ist eben nicht aufgefallen? Du kannst nicht. Also, mir hätte es aufgefallen. Aber warum sieht er so jung aus? Hä? Ja, weil der halt mal jung gewesen ist zum Anfang der Staffel, du Vogel, Alter. Ja? Weil Leute altern. Scheiße, danke, dass du mir ins Gesicht spuckst. Gerne. Du kannst nicht einfach deine liebe Frau betrügen, Willi. Und schon gar nicht auf einer Plattform, die eigentlich dafür gedacht ist, um Sachen zu verkaufen. Ach, das ist E-Mail-Kanzeigen.
Der Junge bietet dir einfach mal eine Beziehung. Das ist so, ja, ich hab's wenigstens versucht. So, ich hab mal bei eBay Kleinanzeigen ein Bild vom Strand reingestellt und hab gesagt. Nee, das ist Spock. Das ist nicht eBay Kleinanzeigen. So. Das ist Spock, dieser Marke. Diese App, wo jeder YouTuber Werbung für gemacht hat. Junge an und stellt das Ganze dann auf gratis. Weißt du was? Ich schreib ihn einfach mal an. Eine Gratisbeziehung. 0157. Warte mal. Das ist die gleiche Nummer wie der Lehrer. Das ist die gleiche Nummer wie der Lehrer. 0157? Die Nummer kenne ich doch. Oh mein Gott, nein. Der Lehrer? Willi, du warst die ganze Zeit... Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Diese Story dahinter, Digga. Diese Story auf diesem Post aufgebaut. Mega, mega gut. Ich auch nicht. Willi, warum was ist los? Beschwerst du einen Parkplatz? Du bist ein Günther und ich hab keine Lust mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh diese Videos Gott. Sind wirklich komplett inhaltslos eigentlich. Das ist aber so geil. Erst dachte ich so, okay, es ist komplett hängen geblieben. Und mittlerweile denke ich... Am Ende fügt es sich wieder zusammen. So, man muss es verstehen. Stark. Das ist mit einer Meta-Ebene zu verstehen. Es ist viel zu stark. Es haben ganz viele Leute geschrieben, wir sollen bei Julian Bam vorbeischauen. Ich habe nur mitbekommen, er war in Indien und hatte danach irgendein gesundheitliches Problem. Ich glaube, auf seinem Hauptkanal gibt es noch nichts, aber wahrscheinlich meint ihr auf dem Boolean Jam-Kanal. Okay, bin ich gespannt. Let's go, der Hase. Atemberaubenden Idee einer Challenge, und zwar werden wir heute Tumbling Tower spielen im Jenga-Style, aber Jenga ist ein anderes Spiel, eine andere Marke, deswegen dürfen wir nicht Jenga sagen. Oh, da würde ich auch gerne mitspielen, das macht Spaß. Das ist ein geheimer Busch. Aber die machen nicht nur normal Jenga, sondern extra Kackaufgaben, ich bin gespannt. Ja, krass. Das ist irgendwo in China. Yibushan. Kann man das nicht einfach ausschütteln, dann ist fertig? Nee, das ist leider so doof drin. Nee, wir berühren, müssen wir ziehen. Das ist schon geil. Also. Aber da haben wir direkt verloren. Ja. Nein, weil man ist immer erst schlau denken. Oh, nein. Boah, ich halte das andere. Ist tot. Gut, Leute. Ja, also, die erste. Was hast du gemacht? Wir dürfen die anderen festhalten, wurde gesagt, ne? Nur ich. Boah, Alter, ist der feste. Das ist der tragendste überhaupt. Ja, Arschkarte, jetzt hast du ihn angepackt. Ja. Das ist der Fundamentstein. Fundament. Jetzt bin ich dran und der ist schon fast am Umkippen. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Du hast ihn berührt. Ich habe ihn nicht berührt. Ja, du hast ihn berührt. Oh, der ist gar nicht so fest. Oh, oh. So, gibt's eine neue Regel, müssen uns zweimal vorher im Kreis drehen. Oh mein Gott, jetzt wird's richtig abgefuckt. Ich liebe dieses Game. Also, das würde ich so gerne auch spielen. Ich muss mir auch so eins bestellen. Nicht fünfmal? Boah, da hast du jetzt zehnmal gedreht. Das ist schon allein vom Berühren. Boah, ist ja auch fest. Boah. Ey, den fünften musst du nur drehen. Weiß nicht. Jetzt pick schnell. Chill mal, Welt. Oh, scheiße. Das ist mega fest. Die sind alle fest. Oh. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Der ist ja schon gut am Backen. Boah, ist ja am Backen. Darf man sich dabei abstützen? Wusste ich gar nicht, okay. Oi. Wir müssen währenddessen das Alphabet sagen. Okay. A, B, C, D, E. Es wird immer dümmer. E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M. Feind wurde gesichtet. Können wir dabei schreien? Ah! Ah! Das ist scheiße. Ich habe gerade vergessen, dass die Regel war, dass man schreien muss. Ich habe mich einfach gerade erschrocken, weil er geschrien hat. Eigentlich ist alles besser, wenn man einfach nur schreit dabei. Challenge, ganz normal rauftun. Was? Er muss sie fallen, muss so fallen lassen? Also fallen lassen. Das ist immer eine geile Idee für ein Video. Okay. Scheiße. Das ist ja nur für den ersten wirklich einfach. Mach mal. Unangenehmes Gefühl. Ja, du kannst deinen Joker nutzen und sagen, hey, ich wähle doch einen anderen Stein. Ja, nutze den Joker und wähle den hier. Alter, der geht ja gar nicht. Das wird nichts werden. Nee, das wird nichts werden. Du hast noch einen Freundschafts-Joker, dann helfen wir dir und stabilisieren. Aber du brauchst ihn anscheinend nicht. Wir haben keine Freundschaft. Oh mein Gott, das ist. Der ist dead. Er ist dead. In welche Richtung wackelt der denn tendenziell? Okay, der wackelt eher in diese Richtung. Oh mein Gott, er ist dead. Oh! Nervenkitzel. Ey, das ist wirklich einfach richtiger Nervenkitzel. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott. Boah, das ist heftig. Oh mein Gott, als Elefant rausziehen. Oh, ich bin voll wackelig so. Boah, nicht schlecht. Oh, er ist dead. Das ist ein Freundschaftsjoker. Jo, chill. Aber der aktiviert sich auch automatisch manchmal. Ey, chill mal, ich hab alles unter Kontrolle. Gar nichts hast du unter Kontrolle. Sicher da? Nee.
Oh mein Gott, Alter. Elefanten halt. Alter, das ist so, was ist das für ein Stein? Das ist die Verantwortung. Oh nee. Auch klar. Oh nee. Ich will nicht als Elefant sterben. Nein! 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 Die nein! Ja, Gott! Danke! Nein! 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 Oh mein Gott! Steht das? Alter, das ist spannender als so eine Krimiserie. Alter Schwede, ich hab gerade einfach um mein Leben gebankt. Ich will nicht, dass dieser Turm umfällt. Ich will es nicht. Okay, mit dem Mund, ja? Boah, ist das wackelig. Du hast noch den Freundschaftsbonus, ne? Aber mit dem Mund, das wird nichts. Der fällt jetzt um. Wenn die drei das mit dem Mund schaffen, dann weiß ich nicht mehr, was das für Superkräfte sind. Wir müssen Stein, glaube ich, nehmen. Oh mein Gott. Ey, ich bin schon am Schwitzen, weil ich einfach mit diesem Turm mitfieber. Ich bin der Turm. Ich will nicht umfallen. Ja, den muss ich nehmen. Wie willst du den denn mit dem Mund rausziehen? Was? Ja, jetzt schaffst du es. Oh, okay, warte mal kurz. Ich muss meine Kamera oben packen. Vorsichtig. Alter, unmöglich. Ich kann gar nicht. Ist unmöglich. Ist unmöglich. Okay, cool. Jetzt muss noch oben drauf. Falsch rum. Boah. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was ein Kampf beim Tiefer bekommen. Wir sind solche Idioten, wa? Oh mein Gott. Der stürzt. Hast du noch? Helfen? Oh shit, warte, halt fest. Vorhang. Okay. Okay. Boah. Oh mein Gott. Nein. Ich schenk dir meinen Freundschaftsbonus. Du kannst doch retten. Nein! Er schafft das. Nee, er schafft das. Wie ist das überhaupt möglich? Das schaffe ich doch nicht. Er hat dir seinen Freundschaftsbonus geschenkt, ne? Wir können mit unserem Mund helfen. Ja, jetzt langsam musst du auch mit dem Mund, ne? Das ist schon ein Kampf, ne? Brauchst du Hilfe? Ich brauche eigentlich schon Hilfe. Okay. Oh nein! Er hat alles in die Fresse bekommen. Wie er noch sagt, Steine festhalten. Oh Mann. Ja, dankeschön, John. Fuck. Nicht mal die Freundschaft war stark genug. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ey, Props gehen raus. Geiles Format, so simpel, aber doch so unterhaltsam. Ich habe wirklich übel mitgefühlt mit diesem Turm. Aber krank, Alter. Ist einfach nur was. Also, das war schon sehr stark. So. Wir schauen mal bei unsympathisch TV vorbeigucken. Okay, wir gucken rein. Euch mal wieder zu diesem Video an einem Sonntag, 18 Uhr, pünktlich wie immer. Heute hat mir Luca ein paar TikToks zukommen lassen. Ich bin sehr gespannt, was in der TikTok-Welt abgeht. Ich weiß, der ein oder andere YouTuber hat sich schon ein paar TikToks reingezogen. Warte mal kurz. Ich wollte die Thumbnails sehen. Der deutsche Cringe von Mois, Ape kann die besten TikTok-Videos, meine Reaktion auf TikTok, Dane Jessen, Cringe von Vic. Und er guckt sich einfach nicht mal TikTok an, er guckt sich einfach Adi in der Fahrschule an. Ja. Das hat nichts mit TikTok zu tun. Ach Mann, Alter. Egal. Das ist TikTok und das ist auch TikTok. Hauptsache alles TikTok, aber hier ist ja nur cringe. TikToks reingezogen. Ich schaue mir aber auf YouTube eher solche Videos an. Ich bin sehr gespannt, auf was dort abgehen wird. Content. Luca meinte nur zu mir, es wird wehtun. In meinem Palast, Digga, sitzt du morgens und ich bin total verballert. SEK-Beamte nehmen alles auseinander. Ich war mir erst im ersten Moment nicht sicher, ob das eine ältere Dame ist oder ob das so Wolfgang Petri ist. So eine Kiez-Legende, so, ja. Ja, so weißt du, ich meine, so ein. Das kommt jetzt noch unangenehmer, schauen wir mal. So ein 90er Popstar, okay. Suchen wir von unterm Bett, aber sie finden nur ein Tanger. Ach, nur ein Tanger. Um Himmels Willen. Facecam hoch? Ja, sonst sehen wir sein Gesicht nicht. Erstmal muss ich sagen, ich hoffe, dass die Zahl 69 in ihrem Namen wirklich fürs Geburtsjahr steht. Songauswahl ist auch fraglich und hat die da wirklich auch ihre Unterhose am Ende noch hochgezogen. Nur ein Tanga. Alter, nein. Das ist auch. Oh nein, Yvonne Dutschmann, okay. Ja. Das sind so Sachen. Also, warum laden die Leute das hoch? Die Sache ist, das sind so Dinge, da traue ich mich nicht drüber zu lachen. Nee, ich rechne den Leuten einfach nicht an, also zu, dass die in der Lage sind, wirklich vernünftige Lebensentscheidungen zu treffen. Weißt du, was ich meine? Da darf man eigentlich nicht. Ich meine, dass man auf TikTok auch Placements machen kann. Das heißt, wenn es weiterhin so gut bei der Dame läuft, klopft mal vielleicht Braun oder Philips an. Wir sind alle Ja. Gespürt, aber geil. Und heute gehen wir steil.
Oh shit, mir fehlen Sample. Okay, der ist komplett steil gegangen, der Junge. Der Typ hat auf jeden Fall gestört, aber geil, ja, schon stark. Ich Worte, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also Luca, wo auch immer du die Clips hast. Oh nein. Sehr ich fahre jetzt seit ungefähr 3 Jahren dauerhaft Fahrzeuge mit über 500 PS. Das ist eine ganz, ganz eigene Kunst. Wichtiger Lifehack. Wichtig, Digga, ganz wichtig. Seit schon über 5 Jahren, Digga, ist wichtig. Ist wichtig. Irgendwann merkst du, dass es einfacher ist zu schweigen. Ist der gleiche eben, das T-Shirt hochgezogen hast. Ja. Habe ich dein T-Shirt erkannt. Ja. Das finde ich. Pass auf, wenn ich jetzt in Cringe-Kategorien denke, ja. Dann ist das Unangenehmste. Dieses. Entweder es gibt dieses, ich bin heiß, schau mich an, so, ja. Yo, guck, was du verpasst. Oder dieses. Oder ich bin traurig, nachdenklich, guck, was für ein deeper Charakter ich bin. Wenn du jetzt ein unangenehmes Songcover machst, wo du ein bisschen Lisa und Lena-mäßig Lippen bewegst, tanzt, ja, gut, ist halt so, ne? Okay. Macht halt jeder so einen Dulli-Scheiß. Aber das ist für mich, das geht wirklich an die Cringe-Substanz, Digga. Das ist schon sehr, sehr heftig. Und Daniel. Das Problem ist, wir haben kein Organ, was Cringe abbaut. Schau ich mir hier an, es tut so weh. Er sitzt so unvorteilhaft da mit dem Fuß über seinem anderen Bein und was macht er denn mit seinen Haaren und die Hand im Gesicht? Was ist denn da los? 1+ mit Sternchen, wirklich. Es tut mir tatsächlich das erste Mal weh, Sachen mir anzuschauen, ja. Die mir Luca gesendet hat. Also da ist jede Nicht-Lachen-Challenge mir lieber. Ich war mal in dich verliebt. Tja, Fehler passieren. Oh mein Gott. Und diese Mucke ist so unironic übersteuert, weißt sorry, du? Sorry, ey. Ich war mal in dich verliebt. Tja, Fehler passieren. Könnte auch eine Konversation sein zwischen einem guten Freund von mir. An der Stelle würde ich sagen, genug. Wie gesagt, Das war wirklich unangenehm. Daily Dose. Oh, es gibt neues Daily Dose. Baby Beer Wrestle in the Road. Okay. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This photographer went to Yosemite National Park and spotted these 2 baby cubs wrestling in the road. Oh the mama God. Bear was close by, keeping watch. Digga, die klingt kein Schnell auf Twitter gesehen. Die sehen aus wie süße Hundis, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist die Mama. Oh das, mein Gott. Das Geile ist, ich habe auch schon mal so einen Babybären im Nationalpark gesehen. In den USA. Mega schön, Digga. Mega schön. Oh, they are so. One of them is so small. Was ich krass finde, ist, was Bären auch für heftige Tiere sind. Also, dass die so Bäume hochklettern können und so Fische aus dem Fluss angeln. Manche mit ihren Bären können so. Ja auch Flugzeug fliegen. Ja, Baluda-Bär zum Beispiel. Das, ja, zum Beispiel. Manche können auch Zug fahren. Ja, hier Edward Snowden. Edward Snowden. Ja. Das ist auch ein Bär. Woo! All right, look at that. Yay! Woo! Alle sprechen diesen Hund. Gibt so Energie zum this Laufen. Chimp is smart enough to know how phone works. Oh mein Gott. Was? Der Affe kann das Telefon besser benutzen. Digga, er hat geliked auf Instagram. Der kann das Telefon besser benutzen als meine Oma. Junge. Was? What? Was, Alter? Das ist doch fake, oder? Das ist echt? Weiß ich nicht, Digga. Das ist ja krass, also viel zu intelligent. Aber von dem Movement her macht es ja Sinn, was er macht. Guck mal. Oh, touching snakes, that's always dangerous. Oh mein Gott. Alter, das ist unreal, Digga. Oh, das ist so unreal, wie ähnlich uns diese Tiere sind. Also ich meine, wir sind ja alles nur Affen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was, Digga? Oh mein Gott. Junge, guck sein Gesichtsausdruck dabei auch. Maximal geil, Digga. This is a defense mechanism used by owls to scare away predators. Okay, das ist maximal gruselig, Digga. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, so eine Eule kommt so auf dich zu, ich würde auf jeden Fall weglaufen. A photographer in Hawaii found this massive stream of lava pouring into the ocean. To show how big this lava stream really is, you can see a drone flying close by. Krank, oder? Digga, dass diese Drohne nicht anfängt zu brennen, zu schmelzen. Das ist doch geisteskrank. Ey, unsere Erde ist so krank einfach. This person knows how to make some incredible pieces of sand art. Oh mein Gott. Sowas, ich kann einfach nicht verstehen, wie Leute sowas machen können. Also ich verstehe es einfach nicht. Das ist einfach zu heftig. Heftig, ja. Dafür hätte ich niemals die Geduld. Das ist zu krass, oder? Mit so einem Stocher und Sand. Das alles so einzuarbeiten, Junge. Und es darf ja nichts schief gehen, ne? Das ist Tubo, oder? Ja, das ist Tubo. Ah, nee, The Rock wird krank. In case you didn't know, the tusks of an elephant never stop growing. This particular elephant was over 60 years old. Oh mein Gott, Digga, die Stoßzähne, Alter. Die Stoßzähne, die hören niemals auf zu wachsen, das wusste ich gar nicht. Junge, Alter, krass. Das wusste ich gar nicht. Der ist 60 Jahre alt. Heftig. Tusks were almost dragging on the ground. Und dann gibt's immer noch so eklige Menschen, die abschneiden für Elfenbeine. Ich hasse das, Digga.
Menschen. Hast du schon mal einen Elefanten in echt gesehen? Nee, noch nie. Neben dir so close in Afrika? Noch nie, ich hab noch nie einen Elefanten gesehen. So beeindruckend einfach. That's in this video. I really hope you enjoyed. Ja, and I'll see you guys again very, very soon. Krass, krass. Sehr, sehr nice. Vielen Dank nochmal für den Vorschlag. Schön, Glocke, Abo, ciao. Und tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.